Kombinatorik, die siebte. Ich setze für diesen Film das Wissen der ersten sechs Filme aus diesem Kurs voraus, besonders vom letzten Film. Nämlich, da haben wir gezogen, ohne zurücklegen, das tun wir auch weiterhin. Aber wir haben im Urnenexperiment Nummer 2 die Reihenfolge berücksichtigt. Und das lassen wir jetzt bleiben. Die Reihenfolge spielt jetzt keine Rolle. Dieses Urnenexperiment ist auch bekannt als Ziehen mit einem Griff. Erst das Einführungsbeispiel. Die Fragestellung lautet, wir haben 10 verschiedene Gummibärchen, die sind immer noch alle verschieden, in einer Urne drin und da werden 4 Stück mit einem Griff herausgenommen. Jetzt ist die Frage, wie viele Möglichkeiten der Kombination gibt es, wenn die Reihenfolge keine Rolle spielt. Jetzt sind 2 Dinge bekannt. Wenn wir wie im letzten Film, also beim Urnenexperiment Nummer 2, die Gummibärchen nacheinander rausziehen würden, hätten wir 10 mal 9 mal 8 mal 7 Möglichkeiten mit Berücksichtigung der Reihenfolge. So. Und das zweite ist, das wissen wir aus Film 4, wo man die einfache Permutationsregel aufgestellt haben, dass wir diese 4 herausgezogenen Gummibärchen auf 4 Fakultätmöglichkeiten anordnen können. Und genau diese 4 Fakultätmöglichkeiten müssen wir herausrechnen, indem wir die gleiche Formel nehmen wie beim Urnenexperiment Nummer 2. Also sprich die 10 Fakultät durch 6 Fakultät, wo sich der letzte Rest rauskürzt. Und dann kommt in den Nenner noch die 4 Fakultät hinzu. Und dann haben wir zum Schluss hier stehen 10 Fakultät durch Klammer 10 minus 4 Fakultät mal 4 Fakultät. Und das Ganze hier darf auch abgekürzt werden mit 10 über 4. So spricht man das. Also man malt es in Klammern, oben die 10 hin, unten die 4. Und das Ganze nennt sich Binomialkoeffizient. Und das solltet ihr euch sehr gut merken. Das kommt nämlich ganz oft wieder. Den braucht man immer wieder einmal. So, und damit wäre ich mit dem Einführungsbeispiel zu Ende. Jetzt müssen wir das Ganze noch allgemein formulieren. Man hat n verschiedene Gummibärchen in einer Urne drin. Und es werden k, wobei k kleiner gleich n ist, mit einem Griff herausgenommen. Apropos k kleiner gleich n, k und n sind natürlich natürliche Zahlen. Das muss man der Vollständigkeit halber dazu sagen, weil sonst wird es nicht stimmen. So, und die Frage ist jetzt, wie viele Möglichkeiten gibt es, die Bärchen aufzustellen, wenn k gezogen werden? Dabei ist es egal, wie die Gummibärchen angeordnet werden. 2 Dinge sind bekannt. Erstens, man hat n Fakultät durch n minus k in Klammern Fakultät Möglichkeiten, wenn man die Reihenfolge berücksichtigen würde. Und man hat k Fakultät Möglichkeiten, die k gezogenen Gummibärchen aufzustellen. Folglich muss man in dieser Ursprungsformel nur dieses k Fakultät noch in den Nenner basteln. Und das Ganze kann man auch wieder abkürzen mit n über k. Und das ist der sogenannte Binomialkoeffizient. Also man kann sagen, zieht man aus n verschiedenen Gegenständen k Stück mit einem Griff heraus, gibt es n über k Möglichkeiten. Und das müsst ihr euch sehr gut merken, weil mit Binomialkoeffizienten wird viel gerechnet in der Stochastik und auch in der Mengenlehre. Also der wird noch öfters vorkommen. Und ich habe es mir persönlich gemerkt mit dieser Formel hier, n Fakultät durch k Fakultät mal Klammer n minus k Fakultät. Ich finde das sehr praktisch. Andere kritisieren das, die wollen eher die etwas sperrigere Form haben. Warum kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber jeder so wie er es mag. Ich mache es jetzt